Wir haben einen Packard GT Street R. Und wie der Name schon sagt, Street eigentlich auch Straßenzulassung, also generell Straßenauto. Aber mit dem R, mit dem Renn-R quasi. Und Basis Turbo S, 911 Turbo S. Und mit Leistungssteigerung und sämtlichen Baumaßnahmen auf 720 PS. Klingt gewaltig und geht auch heftigst ab. Kann mal ganz kurz wenigstens eine Soundprobe von der Beschleunigung aus einem ersten Gang mal fabrizieren. Also mal ganz kurz angehalten und durchgeladen. Ups. Also da tun schon die Augen wieder weh. Das ist schon heftig. Und nichtsdestotrotz, das Auto kann geradeaus richtig schnell fahren. Also wir haben vorhin gemessen, 2,5 auf 100. Jawohl, das ist kein Fake, das ist echt. Und wir haben gemessen 8,1 auf 200 km/h. Und das ist schon mal, ja, das ist schon mal eine ganz schöne andere Liga hier. Aber das Besondere an dem Auto ist auch das, wie gesagt, beim R. R steht für Race, für Racing. Das Auto kann nicht nur geradeaus, es kann eben auch um die Kurve rumfahren. Und das auch ziemlich zügig. Techart hat da einen ganz guten Trick genommen quasi. Die haben also die Vorderachse vom G3S genommen, samt Kotflügel, samt Räder, also zumindest der breiten Räder, breiten Reifen. Michelin Cup 2. Und das Auto lenkt jetzt extrem geiler ein, also viel geiler als ein 911 Turbo S serienmäßig. Und haben wir so einen kleinen Handling-Kurs hier auf dem Dekra-Testgelände. Das Auto ist trotzdem nach 27 PS so handlich, dass man das Auto, dass man halt wirklich auch quer fahren kann und man kann das Auto anstellen. Das ist also wie so ein GT3 RS. Total handlich. Man braucht also keine Angst. Keine Angst vor dem 27 PS haben. Das ist also echt in meinen Augen, ich fahre halt wirklich schon viele Autos, aber das ist echt fahrbar. Da braucht man keine Angst haben. Das ist echt, macht Spaß. Lenkst einfach ein, gibst dem Auto einen Impuls. Und dadurch, dass die Kraftverteilung wie beim Serienauto auch immer nach hinten und nach vorne geschoben wird, je nachdem, wie gerade die Situation ist. Und das Auto merkt dann quasi auch, okay, der Fahrer will jetzt ein bisschen Spaß haben. Also nicht nur auf Linie fahren, auf die Ideallinie, sondern einfach mal Spaß, ein bisschen quer, dann geht es auch. Da brauchen wir, wie gesagt, keine Angst haben. Auch nicht vor den 384.000 Euro. Weil so ein G3S ist schon ziemlich spitz, weil er eben wirklich auf Rennstrecke ausgelegt ist, komplett. Und den in richtig sauber zu driften, ist schon etwas schwieriger als mit dem Auto. Es gibt ein paar Kniffe hier zum Querfahren. Wie gesagt, Querfahren ist einfach eine Spaßsache. Hat nichts mit Schnellsein zu tun. Ist einfach schön. Da stellt man einfach das Fahrwerk ein bisschen auf weich, also nicht auf hart, die Dämpfer. Und Gas auf Sport bloß und was also geht. Dass quasi auch man immer schön am Gaspedal hängen kann. Und wie gesagt, 27 PS am Gaspedal, das ist also nicht, es klingt zwar gewaltig, aber es ist echt fahrbar. Und es ist immer ganz wichtig, solche Autos, die viel Kraft haben und was leisten sollen, dass man die Autos bewegt und das Auto nicht andersrum, das Auto nicht einbewegt. Also das ist ganz wichtig für schnelle Rundenzeiten, für gute Performance, dass ich das Auto quasi im Griff habe und das ist mit dem Fall. Also das ist, macht Spaß, ich habe es im Griff, 27 PS, das passt. Ja, wenn das halt schiebt und dann bei 6,5 die Lader so am Hecheln sind, das ist dann schon heftig. Also wie gesagt, 2,5 Sekunden auf 100 habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, also persönlich. Meine Highlights waren mal 2,7, 2,8 mit getunten Autos, mit anderen getunten Autos, aber das 2,5, das ist schon großer Hut ab. Techart hat ja, GT Street ist quasi von Techart so eine sportliche Linie, die machen eigentlich von jeder Modellreihe, bauen sie so ein Sondermodell, so ein extrem sportliches Modell, ausgereizt bis zum geht nicht mehr eigentlich. 997 Turbo war auch schon damals ein GT Street R. Da haben sie damals den GT2 genommen und der GT2 gibt es jetzt noch nicht. Deswegen musste man auf den Allrad Turbo S umswitchen. Aber wie gesagt, macht kein Problem. Und damals der 997 Turbo, also der GT Street R von 997 Modell, war damals das schnellste Auto generell bei uns. Also da schnellste Rundenzeit, lange ewig gehabt. Dann 700 PS damals auch und auch so genauso fahrbar und gewaltig mit Bügel, mit Käfig, mit Keramikbremse. Eine ausgeklügelte Aerodynamik, auch das ist hier bei dem Auto auch der Fall. Aerodynamik ist nicht nur hier Show bei dem Auto, das ist wirklich ausgeklügelt. Da vorne an der Vorderachse, da ist an der Motorhaube Lufteinlässe, die Luft ansaugen und das Auto nach vorne runterdrücken. Also das ist kein Fake und kein Spaß und keine Optik. Das ist alles mit
mit Systemen auch quasi ausgedacht. Das haben sich nicht irgendwelche Spoiler-Leute rangebaut, dass es schön aussieht, sondern das ist einfach alles hat seinen Sinn. Und noch ein. Okay.